Mein Name ist Madeleine Wetschart, ich bin Direktorin im Centre du Roman de Neuchâtel seit 2014. Wir befinden uns hier in den Ausstellungsräumen und um uns herum ist ein Teil der Bilder, die Dürrenmatt gemalt hat. Der 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt gibt uns die Gelegenheit, bisher eher unbekannte Facetten dieses Schriftstellers und Malers zu zeigen. Und wir legen den Schwerpunkt hauptsächlich auf den Dialog zwischen seinem literarischen und seinem bildnerischen Werk. Hier handelt es sich um ein Selbstporträt aus 1982. Da war ja Dürrenmatt wirklich schon sehr etabliert als Schriftsteller. Aber was so wunderbar ist, er zeichnet sich hier als Maler. Also aus seiner Biografie wissen wir, dass er praktisch nie Bilder ausgestellt hat. Er hat vor allem auch keine Bilder verkauft. Es ist wie sein Jardin secret, seine private Leidenschaft, die ihn aber sehr stimuliert hat für sein literarisches Arbeiten, wie er es übrigens selber sagt. Die Bilder sind keine Nebensache, sondern die Schlachtfelder für meine literarischen Kämpfe. Das Thema Turmbau zu Babel ist auch engstens mit dem Werk von Dürrenmatt verbunden. Wir haben hier ein Beispiel, dieser Turmbau, er muss gigantisch sein. Wir sehen wieder die Erdkrümmung, wir sehen hier eine Stadt. Der Turm ist bereits daran zusammenzufallen. Hier haben wir diese Supernova und man spürt ja schon diese Stimmung in der Luft, dass da etwas passieren wird. In dieser Zeichnung sehen wir den Zustand nach dem Zusammensturz des Turmes. Man sieht auch diese zerstörte Stadt. Man sieht, dass es kein Menschenleben mehr gibt. Das sind vermutlich die Reste dieser Explosion der Supernova. Wir haben dieses Skelett eines Mammuts hier am unteren Bildrand. Das Mammut ist bei Dürrenmatt das Symbol der Evolution. Und ich habe auch den Eindruck, dass hier ein Papst liegt aufgrund dieser Kopfbedeckung. Da kommen wir natürlich in diese Thematik, die ihn mit seinem Vater verbunden hat. Also eine der wichtigen Inspirationsquellen ist natürlich sein Elternhaus, vor allem sein Vater, der eben Pfarrer war. Und Dürrenmatt hat da mit der Religion ein wichtiges Feld oder ein wichtiges Thema, das er mit seinem Vater geteilt hat. Nur im Gegensatz zu seinem Vater, der in der Institution war, war Dürrenmatt selber außerhalb und hat natürlich auch die Religion mit sehr kritischen Blicken beobachtet. Übrigens, sein Sohn ist dann wieder Pfarrer geworden, ist wiederum in der Institution gewesen. Das Thema Kreuzigung ist auch ein wichtiger Bestandteil des Werkes von Dürrenmatt. Das erste Bild ist ungefähr 1942 entstanden. Wir sehen hier an diesem Kreuz Christus. Wir sehen diese Figuren, die sich um dieses Kreuz bewegen. Sie tragen Masken. Dahinter sehen wir Wolken, auch die Sonne. Geht es hier um die Verdunkelung der Sonne. Und was auch ganz interessant ist, dieses Kreuz muss sehr groß gewesen sein, weil wir dahinter fast die Erdkrümmung sehen. Was Dürrenmatt hier dargestellt hat, ist das Thema von Christus am Kreuz. In den 70er Jahren nimmt er dieses Thema der Kreuzigung wieder auf. Wir sehen das Kreuz und darum herum gibt es zahlreiche Radkreuzigungen. Und was eigentlich jetzt geändert hat, Dürrenmatt zeigt nicht mehr Jesus am Kreuz, sondern er zeigt die Menschen, die gekreuzigt werden. Das dritte Bild heißt das Gelächter, gehört auch zu dieser Serie der Kreuzigungen. Wir sehen hier das Kreuz, das leer ist und darum herum diese tanzenden Figuren, lachend, schreiend, zum Teil auch mit Fratzen. Und hier stellt eigentlich Dürrenmatt die Menschen dar, die Kreuzigungen vollzogen haben. Er spricht hier in diesem Zusammenhang auch vom Skandal, einen Menschen zu kreuzigen.
Also faszinierend ist, dass er alle möglichen Techniken angewendet hat. Er war ja auch ein Autodidakt. Er hat es auch selber so formuliert: Ich bin kein Maler, ich male wie ein Kind, aber ich denke nicht wie ein Kind. Und ich male aus dem gleichen Grund, wie ich schreibe, weil ich denke. Dieses Bild heißt Schwarze Himmelsfahrt. Es stammt aus 1979. Wir sehen diesen Christus, der nach oben schwebt, und diese ganze Menschenmasse, die eigentlich auch in dieser Diagonalen dargestellt wird. Von Zeitzeugen wissen wir, dass 1983, als Dürrenmatt seine geliebte Lotti, die erste Frau, verloren hat, dass er dieses Bild neu gemacht hat. Und wir fragen uns auch, ob das nicht doch jetzt die Lotti ist, die wir hier auf diesem Bild sehen. Er beschreibt in den Stoffen, wie er diesen Tod erlebt hat. Sie bedeutet ihm extrem viel. Er war erschüttert. Er beschreibt das, wie sie sich wie ein Planet von ihm wegbewegt, wieder zurückkommt. Und wir fragen uns heute, ob nicht dieser Moment jetzt neu in diesem Bild dargestellt ist. Diese Bilder, die bewegen uns, die erschüttern uns zum Teil auch. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Dürrenmatt als seine zweite Inspirationsquelle überhaupt die sozialen und politischen Umbrüche und auch die technischen Fortschritte im 20. Jahrhundert in seinen Bildern thematisiert. Zum Beispiel die ersten Atombombentests, der Krieg in Vietnam, auch die Ungerechtigkeit gegenüber von Frauen wird thematisiert, bis hin zur Apartheid in Südafrika. Und das zeigt sich auch in seinem Bildwerk.